Als Partner für die Gastronomie. So sieht sich die Salbacher Firma Vinobile. Im Jahr 2001 klein angefangen, beschäftigt das Großhandelsunternehmen mittlerweile 26 Mitarbeiter, darunter nicht weniger als 6 Familienmitglieder. Der Handel mit Getränken aller Art ist dabei nur ein Standbein. Wir machen zum Beispiel Weinkarten, wir helfen den Gastronomen, ihre Weinkarten fertig zu machen. Wir machen Verkostungen, wir machen Personalschulungen. Ganz ein wichtiger Part, der halt immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und das sind Sachen, die für uns ganz große Punkte sind, dass wir eben der Partner der Gastronomie sind und nicht nur der Lieferant. Mit gleich 3 ausgebildeten Sommeliers ist die Firma Vinobile hierfür gut aufgestellt. Und fundiertes Wissen wird in der Branche generell immer wichtiger. Man kann nicht einfach einen Katalog nehmen und sich die Weinkarte selber zusammenstellen, sondern man muss sich schon Gedanken machen. Wie schaut die Speisekarte aus? Wie sollten die Weine ausschauen? Jeder will natürlich nicht unbedingt das haben, was der Nachbar auf der Weinkarte hat. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Aber unser Sortiment ist so groß, dass wir das alles abdecken können. Insgesamt stehen 2200 Weine aus aller Welt zur Auswahl, wo dann nicht nur die Gastronomen, sondern auch private Weinliebhaber zu jedem Gericht den passenden finden sollten. Ich habe da 4 Weine vorbereitet, die man eigentlich relativ gut zuweisen kann zum Essen. Wenn wir da den ersten nehmen, das ist ein grüner Veltliner, typisch eine österreichische Rebsorte. Verwenden würde man das zu ganz leichten Gerichten, vielleicht zu Vorspeisen oder eventuell zu Fisch. Der nächste Wein, den wir haben, das ist ein Chardonnay von Krug. Den kann man da zum Beispiel verwenden für helle Fleischgerichte bzw. Pasta. Wer einen Weißwein zu Pasta nicht so gern mag, kann man auch einen Rotwein verwenden. In dem Fall haben wir die Panobile von Xellmann. Den Wein kann man ohne weiteres zu leichteren Fleischgerichten dazu verwenden, zum Beispiel Schweinefleisch. Und ganz was Kräftiges haben wir hier mit dem Cuvée Avus vom Weingut Hagen. Zu dunklem Fleisch sehr zu empfehlen. Neben dem Wein ist bei Vinobile der Schnaps ein großes Steckenpferd. Zuständig dafür ist Brennmeister Max Scheierer Senior. Ja, das hat mit dem Hobby angefangen. So 1980 habe ich eben für mich, für den eigenen Gebrauch, ein bisschen Schnaps gebrannt. Aber nur für privat, ein bisschen an Williams, ein bisschen an Holunder. Und dann eben im Laufe der Zeit sind nachher unsere Kundschaften gekommen, die Gastronomen, und haben gesagt, sie möchten gerne einen Liter Schnaps, aber von denen, was ich selber mache. Und so ist das Ganze dann entstanden, ist aus den Hobbys dann Arbeit geworden. Eine Arbeit, die nicht langweilig wird bei mittlerweile 48 verschiedenen Edelbränden. Darunter befinden sich auch einige, die nur durch die große Experimentierfreude von Max Scheierer Senior entstanden sind. Beim Preiselbeerbrand etwa, den sich Schnapsbrenner normal nicht antun, hat er ganze 3 Jahre lang getüftelt, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Damit es solch neue Kreationen aber überhaupt in die Flasche und den Handel schaffen, müssen sie letztlich noch den Familienrat passieren. Bei den Scheierers ziehen nämlich alle an einem Strang. Wir haben mit nichts angefangen. Und haben das dann mit Hilfe der Söhne, die eben noch in den Betrieb eingestiegen sind und dann auch übernommen haben, ist das stetig in die Höhe gegangen. Das ist natürlich ein super schöner Betrieb. Wir haben da 25, 26 Gangstühle und einen großen Fuhrpark, Filiale in Gastein und so. Also ist ein schöner Betrieb geworden, bin ich schon stolz drauf. Ja. Und dass es ein echter Familienbetrieb ist, glaube ich, das ist auch für euch wichtig. Das ist das Wichtigste, weil nur in der Familie kann man was Großes aufbauen und was Großes machen.